Mein Name ist Anke Gebert, ich lebe in Hamburg und bin Autorin von Romanen und erzählenden Sachbüchern. Zu erzählenden Sachbüchern gehören auch Biografien. Und ich hatte das große Vergnügen, die überaus interessante und ergreifende Lebensgeschichte einer jungen Frau zu Papier bringen zu dürfen. Die Lebensgeschichte von Claudia Kotter. Das Buch heißt Gute Nacht bis Morgen und ist im Blumenbar Verlag erschienen. Ich stelle Ihnen hiermit zunächst die Hauptperson Claudia Kotter vor, durch den Prolog. Mein Name ist Claudia Kotter. Wenn dieses Buch erscheint, feiere ich meinen Geburtstag. Ich werde 30 Jahre alt. Und ich habe eine Geschichte, die ich gern erzählen möchte. Ich war 7 Jahre alt, als meinen Eltern prophezeit wurde, dass ich keine 18 werden würde. Man hatte bei mir eine sehr seltene und unheilbare Erkrankung festgestellt. Meinen 18. Geburtstag feierten wir dann groß. Ohne, dass wir an die Prophezeiung von damals dachten.